Hallo, heute geht es um die holländischen Bauern und ihre Proteste. Ihr merkt schon, ich muss auf diesem Kanal in letzter Zeit mehr Videos machen, weil mehr los ist in der Welt. Sehr belastend. Aber es hat sich halt auch jemand in den Kommentaren gewünscht und ich habe eh schon drüber nachgedacht, ob ich dazu was erzähle. Also, was ist los in Holland? Simpel gesagt haben die da Gesetze erlassen, die Stickstoffausscheidungen drastisch einschränken sollen bis 2030. Und davon sind jetzt sehr stark die Bauern betroffen. Und zwar, weil sie, um die neuen Richtwerte einhalten zu können, dann zum Teil ihre Viehbestände sehr drastisch reduzieren müssten. Wir reden hier von etwa 30% im Schnitt auf das ganze Land gesehen. Und das ist, wenn man sich vergewissert, dass es hier um Nahrungsmittelproduktion geht, um Fleisch. Und dass Holland ja einer der größten Fleischproduzenten der Welt ist, halt schon ein gewaltiger Einbruch an Wirtschaftskraft für das Land. Und darüber hinaus für die Menschheit an sich ja auch ein gewaltiger Einbruch an Nahrungsproduktion. Was wieder mit dem Grundkontext der Nahrungsmittelknappheit sicherlich aktuell nicht förderlich ist. Passt doch wieder wunderbar ins Schema, oder? Da werden Gesetze erlassen, die den Nahrungsmittelbestand weltweit künstlich verknappen und das völlig selbstverschuldet, ohne irgendeine Grundlage dafür, unter dem Vorwand, etwas für die Umwelt zu tun. Wo habe ich das denn zuletzt gehört? Ach ja, Sri Lanka. Da sprechen wir auch noch drüber. Sprechen wir erstmal über die 30%. Die darf man nämlich nicht allzu wörtlich nehmen. Das betrifft nämlich die Bauern zum Teil sehr unterschiedlich. Ist ja ein Durchschnittswert. Da spielt nämlich auch noch ein recht großes Naturschutzgebiet eine Rolle. Ich meine, das hat die EU relativ kürzlich erlassen. Und die Bauern, die in diesem Naturschutzgebiet ihre Höfe haben, die müssen ihren Viehbestand um 90% reduzieren. Und mit den verbleibenden 10%, das kann euch jeder sagen, der ein bisschen wirtschaftlich denken kann, ist es nicht möglich, irgendwie profitabel noch Viehwirtschaft zu betreiben, weil man einfach dafür größere Stückzahlen braucht, um auf profitable Mengen zu kommen, weil man logischerweise mit größerer Viehzahl, wie es bei allem ist, über die Menge größere Profitmargen bekommen kann, beziehungsweise überhaupt dann Profitmargen bekommen kann, denn Viehwirtschaft ist ohnehin schon kein extrem profitables Business. In Klartext, die können dicht machen. Oder sie können versuchen, auf Getreidewirtschaft umzusteigen. Das ist dann die zweite Möglichkeit, die sie haben. Aber das kostet dann natürlich wieder Geld. Das verlangt Investitionen, denn sonst können sie das mit dem Umrüsten auf Getreide vergessen. Da würden sie, so wie ich es mitbekommen habe, auch Hilfsgelder vom Staat bekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht in der Höhe ausfallen, dass es das komplett deckt oder dass der Bauer da irgendeinen Anreiz hat, dass das sozusagen subventioniert wird. Dazu habe ich aber keine konkreten Zahlen gefunden, das ist meinerseits Spekulation. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das alles wunderbar subventioniert werden würde, dann hätten wir jetzt nicht diese Proteste. Mal ganz davon abgesehen, dass viele der Bauern mit Sicherheit auch Traditionsbetriebe mit Viehwirtschaft haben, die über Generationen hinweg da ihre Tiere bewirtschaftet haben und jetzt halt vor dem Aus ihres Familienbetriebs stehen. Das ist halt schon scheiße und da ist es auch mehr als nur verständlich, dass die dann protestieren gehen. Und gerade bei den 90% Betroffenen dürfte man dann auch langsam verstehen, warum es da Bauern gibt, die so erbost sind, dass sie wortwörtlich mit ihrem landwirtschaftlichen Trecker die Scheiße vom Bauernhof der zuständigen Ministerin vor die Haustür gekarrt haben. Großartige Aktion übrigens. Sowas würde ich mir in Deutschland auch mal wünschen. Hierzulande haben wir nur irgendwelche Idioten, die sich an der Straße festkleben. Als würde das irgendeinen Politiker so sehr triggern, wie wenn man ihm wortwörtlich die Scheiße vor die Tür kippt. Aber naja, lassen wir das Thema. Vorausgesetzt, die dortige Regierung gibt den Protesten nicht noch nach, wofür es im Moment keine Anzeichen gibt, weil nicht mal seitens der Regierung Dialogbereitschaft für eine Kompromisslösung mit den Bauern besteht, so haben die holländischen Bauern nur drei Optionen. Sie passen ihren aktuellen Viehbetrieb den neuen Richtlinien an, und nehmen die Profitminderung in Kauf, was für die 90er-Fälle sowieso schon wegfällt. Oder sie müssen auf Getreide umsteigen. Oder, und das ist die interessante Option, über die wir noch ein bisschen reden müssen, sie verkaufen zu einem, sagen wir mal, suboptimalen Preis das Land zurück an den Staat. Und genau das wird aus zweierlei Gründen sowieso stattfinden. Zum einen, weil sich einfach sehr viele Bauern das Umrüsten auf Getreide nicht leisten können. Und zum anderen, weil ja bei den 30% im Schnitt sehr viel Land frei wird, was man dann nicht mehr mit Viechern darauf nutzen kann. Und diese Landfläche muss man dann ja irgendwie verwenden. Und wenn man dafür einen garantierten Käufer hat, dann ist es wahrscheinlich, dass viele Bauern den nutzen werden. Ist irgendwo auch verständlich, wenn man eh weiß, dass es in ein paar Jahren mit dem Hof so nicht weitergehen kann und man jetzt schon kaum finanziell über die Runden kommt, dass man dann das Geld einfach braucht.
Und genau deswegen ist auch eine Kernthese dieser Proteste, dass die wahre Absicht hinter all dem nicht ist, etwas für die Umwelt zu tun, sondern stattdessen die Bauern verdeckt zu enteignen, indem man sie über diese ganze Schikane dazu nötigt, ihre Ländereien an den Staat zurückzuverkaufen. Und was möchte der holländische Staat mit diesem ganzen zurückgekauften Land? Da soll gebaut werden, ja wirklich. Erinnert ihr euch an das Naturschutzgebiet, das ich erwähnt habe? Dabei geht es vor allem um bessere Luft- und Bodenqualität und nicht um unberührte Natur. Da steht einem größeren Bauvorhaben nichts im Weg. Die Landwirtschaft und vor allem die Viehwirtschaft steht dem im Weg, weil das den Boden und die Luft belastet. Aber ein Bauvorhaben doch nicht, nein, nein. Und da man ja vorher diese Bereiche schon mit diesem Naturschutzgebiet quasi wunderbar abgesteckt hat, ist ja dann auch klar, dass da die 90%-Verordnung gilt und dann diese ganzen Betriebe da dicht machen und das Land zurückverkaufen müssen. Ja, so ein Ding aber auch, hä? Und die verbleibenden 10% fallen beim Rückkauf ja auch weg. Und mit dem, was da dann wegfällt, kann man ja wunderbar das Bauvorhaben durchführen. Hater würden jetzt behaupten, das klingt etwas absurd und konstruiert. Es wird aber tatsächlich rund, wenn man dann noch ein bisschen das Background-Wissen hat, dass die holländische Regierung zum Teil größere Bauvorhaben ablehnt und selbst nicht durchführt, weil das die Luftbelastung und damit die Umweltbelastung nur noch verschlimmern würde. Und weil man ja eh schon nicht die selbstgesetzten Ziele erreicht. Und um die zu erreichen, sind halt drastische Schritte notwendig. In diesem Rahmen findet dann jetzt das mit den Bauern statt. Und was sie dann halt nicht dabei dazu erwähnen, ist, dass sie damit dann ihre Bauvorhaben wieder durchführen können. Ich finde, daran kann man wieder ganz toll die totale mentale Gymnastik der Umweltpolitiker aufzeigen. Es ist halt kein deutschland-exklusives Problem, was wir hier mit den Grünen haben. Die holländischen Politiker kriegen das auch ganz toll hin. Da wird dann halt die Fleischindustrie kaputt gemacht und wir deindustrialisieren uns mit unseren eigenen Sanktionen langsam aber sicher selbst. Ist doch super. Alles für die Umwelt, notfalls auch zum eigenen Nachteil. Das passt doch wunderbar in die grüne Agenda. Kotzgrün wahrscheinlich. Man darf sich jetzt auch noch fragen, wofür überhaupt da gebaut werden soll. Was wollen sie denn bauen in Holland? Das ist nämlich auch noch schön. Sie wollen Unterkünfte für die Flüchtlinge bauen, die Migranten, die man sich ins Land holt, die man aktuell nicht vernünftig unterbringen kann. Je nachdem, wem man da glaubt, wollen die da vielleicht sogar eine ganz neue Stadt bauen. Na, auf die Aussage würde ich mich nicht verlassen. Aber lustig wäre es, wenn es so kommt, es wäre nicht das erste Mal, dass die harten Verschwörungstheorien anfangen zuzutreffen. Und damit sind wir bei Sri Lanka. Tolle Überleitung. Aus Gründen des Naturschutzes hat man sich dort dazu entschieden, dass man die Verwendung von Dünger in der Landwirtschaft komplett verbietet. Gratulation, das klingt ziemlich blöd und das ist es auch. Es ist aber tatsächlich nicht völlig absurd, insoweit, dass eine hohe Nitratbelastung durch eine Überverwendung von Dünger sowohl für den Boden als auch das Wasser nicht besonders gut ist. Man kann natürlich den Dünger nicht komplett verbieten, aber genau das hat man getan und so passierte, was passieren musste. Die Landwirtschaft hat in jeglicher Hinsicht weniger Erträge erzielt. Die Nahrungsmittel wurden knapp, es entstand eine Hungersnot als direktes Resultat aus dieser Gesetzesänderung. Und dass das bei den Leuten nicht so gut ankommt, wenn da eine selbstverschuldete Hungersnot das Ergebnis der Regierungspolitik ist, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ein paar Monate lang gab es dann Proteste und Gewaltausschreitungen in den Straßen Sri Lankas. Und dann sind die Proteste sozusagen völlig aus dem Ruder gelaufen und man hat den Regierungspalast gestürmt und das Staatsoberhaupt ist aus dem Land geflohen. Ich meine, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Freut mich für sie, wenn ein Land so konsequent Politik gegen die eigenen Bürger betreibt und die Ausschreitungen einfach ignoriert, so nach dem Motto, ach, everything is fine und so, ne? Dieses Meme mit dem Hund in dem brennenden Haus. Ja, dann muss es halt so kommen, wie es kommen muss, ne? Es ist schon sehr interessant, was in der Welt so alles abgeht, oder? Da beschließt die Regierung irgendwelche Gesetze, die in der Bevölkerung eigentlich keiner will und es gibt gesellschaftliche Unruhen. In Holland beschließt die Regierung irgendwelche Gesetze, die in der Bevölkerung auch kaum einer will. Und auch da gibt es gesellschaftliche Unruhen. Und wir hier in Deutschland sanktionieren uns mit unseren Sanktionen mehr selbst als Russland und deindustrialisieren uns, fahren unsere ganze Wirtschaft gegen die Wand und stehen vor einer Wirtschaftskrise. Und das für nichts, weil es Putin nicht juckt. Ja, ich frage mich, ob das in der Bevölkerung die Leute wirklich wollen. Oder nicht. Und wenn im Herbst und Winter der Ernst der Lage dann auch endlich mal den Mainstream-Lappen bewusst wird, hat man ja bis dahin auch schon die neuen Corona-Maßnahmen beschlossen und kann so Protesten gleich wieder einen Riegel vorschieben.
wie man es früher auch schon gemacht hat. Passt doch wunderbar. Und blicken wir zum Abschluss auch noch auf Amerika, ebenfalls am Rande der Wirtschaftskrise, mit einem Präsidenten, den im Volk eigentlich keiner mehr möchte, mit hundsmiserablen Umfragewerten und Inflation bis zum geht nicht mehr. Da kommt doch Freude auf, ne, Biden? Der alte Tattergreis, der vom Teleprompter vorliest, genau wie es da steht. End of quote. Repeat that line. Das kann sich keiner mehr ausdenken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.